Vereint feiern natürlich auch auf der MV-Meile, auf der wir jetzt gerade sind, gemeinsam mit Chris und Evelyn. Mama und Sohn, ne? Genau. So, ihr seid zum Feiern natürlich hier. Nein, wir sind zum Einkaufen hier. Nein, einkaufen? Was wollt ihr denn einkaufen? Meine Mutter braucht eine neue Hose. Oh Mensch, und eine gefunden schon? Ich habe eine gefunden und jetzt haben wir Zeit zum Feiern. So, ob was? Er will oder nicht, er muss da durch. So ist richtig. So, wozu wird der Sohnemann denn jetzt gezwungen? Was darf er denn mitfeiern mit dir? Na, Roland Kaiser will ich bestimmt ihn nicht antun. Ja, dafür morgen, bin ich zuständig. Ach ja. Na, aber wir schauen mal, wir werden schon was finden. Ja, denke ich auch. Ja. Wenn dann heute schon was ist. Ja, heute ist natürlich auch schon. Juli ist heute, die Band Juli. Okay, dann werden wir da mal gucken gehen. Oder? Genau. Guckst du mit vorbei? Ja. Ansonsten, Essen, Trinken oder kocht Mama lieber? Ich weiß es nicht. Heute nicht. Heute bleibt die Küche kalt, denn wir gehen hier gemeinsam auf der MV-Meile essen. Genau. So machen wir's. Wir laden euch alle ein. Gucken wir mal. Auf jeden Fall gucken wir jetzt auf der MV-Meile nochmal vorbei, was es leckeres Essen und Trinken gibt und natürlich auch, was noch so alles geboten ist. Hier auf der MV-Meile gibt es natürlich auch etwas über Greifswald, nämlich den Greifswalder Caspar David Friedrich. Wir feiern ja dieses Jahr 250 Jahre Geburtstag. Richtig, das ist richtig. So, was gibt es denn hier alles zu sehen? Was wird denn über Caspar David Friedrich hier berichtet? Also im Allgemeinen geht es hier darum, dass er als Person vorgestellt wird, wie er sein Leben gelebt hat, von der Kindheit an bis hin zum Erwachsenenalter. Es werden seine Werke vorgestellt, seine Skizzenbücher, was ihm an der Kunst so wichtig war. Und ein paar grafische Animationen werden auf dem Bildschirm dargestellt, die von ein paar Schülern der Designschule hier in Schwerin erstellt wurden. Jetzt bist du zwar hier am Stand, hast dich natürlich über Caspar David Friedrich vorher informiert, logischerweise, damit du uns informieren kannst. Welche Beziehung hast du denn persönlich zu Caspar David Friedrich? Also ich gehe selber auf die Designschule in Schwerin und wir haben dort in Kunstgeschichte ihn natürlich kennengelernt und ich interessiere mich selber sehr viel für Kunst. Habe auch ein Semester mal Kunstgeschichte studiert und da fand ich auch seine Werke schon immer sehr inspirierend. Was gefällt dir ganz besonders an Caspar David Friedrich? Also muss gar nicht unbedingt ein Werk sein, sondern überhaupt auch am Künstler. Ja, dass er die Natur ganz anders wahrgenommen hat als wir und dass er durch seine kontrastreichen Bilder mit Licht und Schatten einfach solche Werke erschaffen hat, die heute noch Menschen begeistern. Ja, Licht und Schatten auch hier, also sag mal am Himmel, das werden wir gleich nochmal zeigen, Licht und Schatten gibt es auch hier. Natürlich nur Licht, wenn es um die Menschen geht, die hier auf dem Bürgerfest zu tun haben und auch zu Besuch sind. Ganz, ganz lieben Dank bis hierhin und wir feiern noch ein bisschen gemeinsam. Kannst Natürlich. Du eigentlich auch feiern oder musst du nur arbeiten jetzt hier? Ich feiere, wenn das heute alles hier vorbei ist. Dann feiert, da wird gefeiert. Vereint feiern, also auch hier auf der MV-Meile. Von der MV-Meile fahren wir jetzt ganz gemütlich mit diesem schönen alten Trecker zu Theresa auf die Ländermeile.